Was geht ab und willkommen zu dem zweiten Video an dem heutigen Tag. Auch nicht jetzt so oft passiert. Ich glaube, das ist das erste Mal. Kann das sein? Ich habe mir mal gedacht, ich habe ja heute schon Squat Building Challenge gemacht. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, Link ist natürlich in der Beschreibung. Habe ich mir mal gedacht, mache ich mal, ja, Foot Draft. Habe ich einfach mal mega Bock drauf. Heute aber nur erstmal das Team ohne die Spiele. Die Spiele kommen dann, denke ich mal, ja, entweder am Montag oder Dienstagmorgen wird schwierig. Falls ihr irgendwas sehen wollt, irgendwas Bestimmtes, Pro Clubs ist noch ein Ding, was ich gerne machen würde. Polska to Glory wird, denke ich mal, nächste Woche irgendwann starten, wenn es denn zeitlich passt. Und Pack Opening wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich habe schon eins aufgenommen, das war aber nicht so gut, dass ich sage, okay, lade ich jetzt hoch. Vielleicht kommt, würde das auch nächste Woche kommen, aber wie gesagt, ihr entscheidet, schreibt mir einfach eure Vorschläge oder was ihr sehen wollt in die Kommentare. Jetzt würde ich aber sagen, widmen wir uns dem Foot Draft. Das ist mein zweiter Foot Draft, also ich habe schon einen gemacht und ich nehme, fangen wir einfach mal 4-3-3 offensiv an. Ich glaube, was ich hatte, war 185. Yo, moin. Ich dachte gerade, das bleibt scheiße, aber gut. Nehme Gareth Bale. Also ich glaube, das Beste, was ich hatte, war 184 bisher. Okay, war auch nur ein Draft bisher. 100 Chemie, 84er Bewertung mit Ronaldo drin. Wäre nicht schlecht, wenn jetzt auch Ronaldo dabei wäre. Coman ist nicht... Holy shit! Neymar fucking Junior. Moin. Also wenn da jetzt noch Suarez oder Benzema kommt, dann... Da kann ich eigentlich... Oh, Sanchez. Beim Mittelfeld geht's. Oh, Renato Sanchez. Hm. Kann ich nicht gebrauchen. Ich kann gar keinen gebrauchen. Oder den nehmen wir erstmal Sanchez. Machen dann den rechten zentralen Mittelfeldspieler. Und dann würde ich sagen, machen wir die Bank. Ja, das ist bitter nötig. So, Ersatzbank. Milner, Nani, Fick hier. Eigentlich nehme ich einfach Klein. Vielleicht kommt da ja irgendwas Englisches. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Lieber haben. Oh, what? Want-to-watch-Karte, Ben Arthur. Aber eigentlich muss ich Carvajal nehmen. Weil. Oh, damn. Ja, jetzt die Frage. Also, die Karte würde ich echt gerne mal ausprobieren. Die sieht. Puh, die sieht mal richtig sexy aus, aber. Ich will ja auch ein gutes Team haben, also nehme ich Carvajal. Machen wir dann den Rechtsverteidiger, der sowieso nicht spielt. War mir klar, dass das schlechter wird, nehme ich einfach den Besten mit Ginter, pack Carvajal rein. Und die rechte Seite ist schon mal safe. So, oh, was Geiles. Was Geiles für vorne. Oh, De Bruyne, Messi, Marcelo. Guckt sich einer diesen Foot Draft an. Dieses Foot Draft? Diesen Foot Draft? Diesen Foot Draft, ne? Diesen Foot Draft. Guckt sich einer diesen Foot Draft an. Also... De Bruyne, Messi. Aber ich werde, weil ich auch eine gute Chemie haben will, ich verstehe, by the way, gerade nicht, wieso Marcelo und Basagli in dem Feld sind, wo doch sonst immer die Angreifer sind. Wahrscheinlich neu, juckt mich nicht. Gucken wir mal, was wir denn hinten haben. Oh, das sieht gut aus. Das sieht Buffon, Neuer und Courtois. Alter, was ist das für ein geiler Foot Draft. Holy Guacamole, aber die Frage ist jetzt, Neuer, ist es wahrscheinlich, dass ich ein Boateng oder ein Hummels bekomme? Eher nicht. Ich glaube, Courtois, Barclays Premier League. Das Ding ist ja, boah, die sind alle geil, aber ich kann die nicht verlinken, weil ich Spanische Liga habe. Aber ich glaube, ich nehme einfach Buffon, weil ich glaube, dass ich noch einen italienischen Innenverteidiger ziehen könnte. Alessandro Naldo. Benatia. Nice. Genau das brauche ich. Benatia. Boom. Nice, Junge. Und jetzt brauche ich... Basagli bräuchte ich. Am besten einen zentralen Mittelfeldspieler. Weil Marcelo würde ich dann da gerne hinpacken. Dann da Casemiro. Aber ich bräuchte auch einen spanischen Link. Ja, ich habe absolut keinen Plan. Jetzt brauche ich nur noch, also ich werde wahrscheinlich nicht beides bekommen, aber ich bräuchte einen geilen zentralen Mittelfeldspieler aus der spanischen Liga, am besten Casemiro oder Rafinha würde auch gehen, oder ich kriege einen geilen Stürmer oder beides aus der spanischen Liga, aber das ist eher unwahrscheinlich. Hernanes, das ist es, oder? Das, ich glaube, könnte das sein, Hernanes? Könnte das passen? Muss ich aber, ich glaube, Alessandro rausnehmen. Marcelo dann dahin. Holy shit! Nice! Perfekte linke Seite. Benatia hat seine Links, Buffon hat seinen Link. Alter,
84. Also mein Team davor war, nee, ich glaube mein Team davor war sogar nur 183. Aber ich meine, guckt sich einer mal das Team an. Also Hernandez hat alles gerettet. Das ist heftig. Neymar, Bale, Carvajal, Marcelo mit seinen 4-Sterne-Skills. Mit seinen 4-Sterne-Skills. Buffon, also ein besseres Footdraft-Team habe ich bisher, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Das sollte jetzt aber erstmal gewesen sein. Wie gesagt, erstmal haben wir nur das Team gemacht heute. Die Spiele werden dann, denke ich mal, Montag oder Dienstag folgen. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein.